Hallo. Hallo aus nah und fern. Schön, euch wieder zu sehen. Die Zeit vergeht schnell. Von einer ACK zur anderen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und es ist ja eine einzige Wundertüte, so eine AZK. Und auch ich meinerseits danke wieder für das Vertrauen, das ihr uns entgegenbringt. Man weiß nie, was kommt. Ich muss ehrlich sagen, heute hat sogar ein Referenten dabei, da habe ich nie reden gehört. Die Regel ist eigentlich, dass ich mindestens einen Vortrag höre, kann er überhaupt sprechen und so weiter. Aber auch das machen wir zwischendurch, wenn wir den Eindruck haben, das Thema ist allzu wichtig, verzichten wir um der Zeit willen manchmal sogar auf solche Dinge. Und selbst wenn er stammeln würde, sage ich, wir sind hier, um Inhalte zu hören. Ja? Unterhaltung gibt es rundherum genug. Ja? Und ich danke euch, dass ihr immer wieder diese Offenheit habt, einfach hier zu sein, zu hören, zu lernen, aber auch zu differenzieren. Wir sagen das immer wieder, ihr seid nicht hier, um einfach blind alles zu schlucken. Einfach das, was ACK sagt, ist gut, schluckt man, das war's. Nein, wir wollen hier immer wieder lernen zu unterscheiden. Und das ist eigentlich unsere Ur-Message immer wieder. Hört auf euer Herz, hört auf euer Herz. Oft ist der Verstand quer, aber wenn das Herz den Verstand überragt, jeder kennt das, wenn dieser Friede in uns steigt, wo du sagst, dachte ich immer, sei anders, aber jetzt irgendwie hebt mich da sowas von rein, ich spüre, das ist die Wahrheit. Das kann jeder Mensch hier auf diesem Erdboden erleben, aber er muss es auch wissen, dass es so funktioniert. Also wenn du auf dein Herz hörst heute, kannst du viel dazu lernen. Manche Dinge fallen vielleicht dann plötzlich unter den Tisch, von dem du immer gedacht hast, das verhält, aber so lernt man nun einmal eben. Nochmal voraus meinen ganz innigsten Dank für all die Hunderten von Technikern. Es braucht einige hundert Techniker für solche Veranstaltungen, für die großen Vorbereitungsarbeiten der Künstler, der Musiker, der Sänger. Das kann man nicht aufzählen an einem Tag, was hier gearbeitet wurde im Vorfeld. Dann auch das Zurüsten der Speisen. Ihr werdet hier wie immer verpflegt und zwar nicht mit der Absicht, dass man hinten irgendwo eine Kasse hinstellt und das dann bezahlt, sondern wir machen das aus Liebe. Ja? Ist eine andere Geschichte hier. Wir machen das aus Liebe und nicht aus Profit. Hier herrscht mal eine andere Welt. Das ist nicht die Welt, wo immer nur alles für Geld gemacht wird. Wir sagen, die neue Welt ist ohne Geld. Und wir beweisen das seit 35 Jahren, dass man auch ohne Geld das alles machen kann und doch nicht zu kurz kommt. Also fühlt euch wirklich frei. Ja? Fühlt euch frei zu nehmen, aus dem Vollen zu schöpfen, nach Hause zu gehen und keiner hier drin hat dann die Erwartung, jetzt musst du auch was geben. Nein, wenn du es auf dem Herzen hast, gibst du, wenn du nichts auf dem Herzen hast, gibst du nichts. Ganz schlicht ist das. Ja. Also es gibt Tausende, die nehmen einfach und andere haben wieder mehr Freude zu geben und plötzlich wechselt das, hat der andere, der nicht gegeben hat, plötzlich mal Lust, was zu geben, dann macht er es und sonst macht er nichts. Aber keiner hier drin fragt nach dem, was du bist, woher du kommst oder was du gibst oder nicht gibst, interessiert niemand. Wir wissen, dass es funktioniert für Menschen, die ein Herz haben, das nach Gerechtigkeit verlangt, das nach Wahrheit verlangt und das dazulernen will. Damit ich nicht allzu lange werde, habe ich jetzt hier meinen Dank mal abgeschlossen, an die Referenten auch nochmal, dass ihr da seid, dass ihr euch so mit investiert, samt Begleitung, alle nochmal herzlich willkommen, auch nochmal drüben in all den Ländern herzlich willkommen. Ich möchte jetzt eine Grundlage legen für diesen Tag und die ist mir immer darum wichtig, man kann die Beiträge so oder anders hören. Wichtig ist mir, dass ihr es so hört und nicht anders. Was meine ich damit? Du kannst dich beteiligen oder nicht beteiligen. Du kannst die Füße übereinander schlagen, die Beine übereinander schlagen, nach hinten lehnen und einfach die Vorträge genießen. Ist besser als gar nichts hören. Aber wenn du begreifst, was dein Teil ist, kannst du viel mehr dazu beitragen. Und unser Wunsch ist es, dass alle, die heute zuhören und noch zuhören werden, das noch sehen werden, dass sie in der richtigen Verfassung hören, dass sie merken, sie sind ein Teil der ganzen Geschichte und das versuchen wir über diesen Tag wieder zu entwickeln. Ich möchte vorausgehen, mal ein kleines Bild mit euch anschauen, das ist mir mal plötzlich so in den Kopf gekommen und wir haben einen Comiczeichner, die haben mir das gleich umgesetzt, schau mal.
da siehst du, wie viel du mit Politik zu tun hast. Es gibt immer wieder Leute, vor allem auch unter den Christen, die sagen, ich habe mit Politik überhaupt nichts am Hut. Damit haben wir nichts zu tun als Christen. Und ich wollte dir einfach mal klar machen, jedem einzelnen Christen hier drin, allen vorweg, aber auch allen anderen, die denken, mit Politik habe ich nichts am Hut. Ich bin ja kein Politiker. Mit diesem Bild möchte ich dir zeigen, wie viel genau du mit Politik am Hut hast. Denn so sieht das in der Praxis aus. Siehst du den Abgrund dort? Politik ist ein Geschäft wie eine Busreise. Da sitzen die Leute drin und wenn du da drin sitzt in diesem Bus und sagst, Politik geht mich nichts an, ist genauso töricht, wenn du in einem Gefährt drin sitzt, in einem Bus, wo einer einfach lenkt, aber du hängst damit drin. Also was in der Politik geschieht, geht dich sehr wohl etwas an. Mit der Wirtschaft genauso. Also wenn jemand sagt, Politik geht mich nichts an, sage ich, und ob dich die Politik etwas angeht, ja? Denn du musst schauen, dass der da nicht den Abhang runterrast. Das ist das Problem bei diesem Bild hier gerade. Ja? Wirtschaft genauso. Die Leute sagen, Wirtschaft, da kann der Einzelne eh nichts tun. Und wir sagen, und ob? Und du bist hier ein Einzelner, wir sind viele Einzelne. Und ob du etwas machen kannst, im Bilde dieses Gefährts, das hier auf den Abgrund zurast, irgendeiner kann immer nach vorne gehen und da schauen, dass der auf die Bremse tritt. Und wenn er nicht auf die Bremse tritt, was würdest du machen in so einem Fall? Du sitzt in einem Bus, der auf den Abgrund zurast, du siehst es. Wenn es sein muss, musst du den vom Steuer wegbringen, auf welche Weise auch immer, und musst aufs Bremspedal treten, verstehst du? Oder Bildung, Wissenschaft, diese Kolonne hier, die auf den Abgrund zurast, die könnte da beliebig fortgesetzt werden. Ich möchte das nur typologisch mit diesen drei Bussen hier erklären. Das ist so die typische Weise, wie der Otto-Normalverbraucher auf Bildung und Wissenschaft und diese Dinge reagiert. Die sagen, na, die da oben wissen schon, was sie tun. Und wenn ich bei Politik gesagt habe, und ob dich das was angeht, und bei der Wirtschaft, und ob dich das angeht, das sage ich auch hier, wenn du sagst, die da oben wissen schon, was sie tun, sagen wir, ja, und ob die wissen, was sie tun. Und ob, aber vor allem wissen sie, und damit rechnen sie fest, sie wissen, dass du ihnen blind vertraust, und das möchten sie, die da oben, wie man so schön sagt, ja, sie rechnen mit einem blinden Vertrauen, und sie rechnen mit deiner möglichst großen Passivität. Und darum möchte ich sagen, du hast hier eine Verantwortung. Du sitzt in diesem Gefährt drin. Politik, Wirtschaft, Religion. Hier könntest du, wie gesagt, noch viele Fahrzeuge anführen. Du sitzt da mit drin. Andere sagen, wir sitzen im selben Boot. Ich sage hier, wir sitzen im selben Bus. Und die rasen momentan ziemlich klar auf einen Abgrund zu. Und nicht alle sehen das, weil viele sind am Quatschen hier in diesem Bus drin, unterhalten sich mit sich selbst oder schauen sich da Filme im Bild gesprochen. Und andere merken das aber. Und wenn wir heute hier zusammen sind, geht es genauso um eine Konstellation. Wir versuchen hier etwas zu verhindern. Ja? Und wenn wir sagen, da läuft einiges schief, sag nicht mehr, möglichst nach diesem Tag nicht mehr, die wissen da oben sicher schon, was sie tun, dann sagen wir, ja eben, und ob die das wissen. Es ist aber heute umgekehrt als wie vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren hing da ein Mann am Kreuz, der hat gerufen, kurz vor seinem Tod, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Zeit ist um. Heute müsstest du am selben Kreuz hängen und sagen, Vater, vergib ihnen nicht, denn sie wissen ganz genau, was sie tun. Wir müssen da vorausgehen, voraussetzen. Da sehen halt dann andere wieder tiefer rein. Heute wird mit Mutwillen Völkerpolitik gemacht. Es wird globalistisch gearbeitet mit Mutwillen. Es sind Menschen, die sehr wohl wissen, was sie tun. Sie wissen sogar, und das sagen wir jetzt einfach mal so frei und ungeschützt und ohne lange Belege, gibt es ja viele Beiträge, Vorträge von uns, es sind am ganz großen Hebel in der Welt sind Menschen, die sich Luziferier nennen, mit Stolz sagen, unser Gott ist der Teufel, ja, und wir kommen dann mal schon an die Kasse, aber es ist uns jetzt Wurst, wir wollen jetzt Macht, wir wollen jetzt Geld, wir wollen jetzt Einfluss. Siehst du, also sie wissen sehr wohl, was sie tun, nicht wie damals vor 2000 Jahren, da ging noch vieles unten durch. Und siehst du, aus dieser Perspektive kommen wir hier zusammen, wir sehen eine Katastrophe kommen, du wirst heute vieles hören, du wirst hören über die EU, du wirst hören über Familienpolitik, du wirst hören über Wirtschaft, über Religion wirst du heute hören,
aber auch ein Panorama, ein Update, wenn du so willst, über die aktuelle Weltlage wirst du heute hier vernehmen an dieser AZK und du wirst über Krieg wieder etwas hören. Und das ist mir ganz wichtig, dass du merkst, das ist nicht ein Unterhaltungsprogramm, das auch, ja, wir haben dazu die Künstler eingeladen, aber die Inhalte, weshalb wir hier zuhören, müsst ihr einfach wissen, wir sind auch hier, um einen sich anbahnenden Krieg definitiv zu verhindern. Wir sind hier, um einen Krieg zu verhindern, um ein politisches Desaster zu verhindern, um auf ganz verschiedenen, all den Ebenen, auf denen du hörst, Widerstand zu leisten mit allen möglichen legalen Mitteln, nicht mit illegalen Mitteln. Und wir sind hier, um euch zu sagen, ihr müsst einfach wissen, es kommt kein Krieg einfach zufällig zustande. Wenn immer ein Krieg entsteht, entsteht er deshalb, weil im Vorfeld ein Informationskrieg verloren wurde. Jedem Krieg geht ein Informationskrieg voran. Versteht ihr das? Wie bei einem Unfall. Bevor ein Auto verunfallt, hat es eine Vorgeschichte. Der Lenker verliert die Kontrolle über sein Gefährt, aus welchen Gründen auch immer. Bevor er nicht die Kontrolle verliert oder etwas so sich anbahnt, kann es nicht zu einem Unfall kommen. Beim Krieg genauso. Informationskrieg geht dem voran. Und wir sind jetzt dabei, diesen Informationskrieg, der im Gange ist, nicht einfach denen zu überlassen, die für den Krieg werben, sondern wir kämpfen dagegen. Und wir haben die Chance, die Katastrophen zu verhindern, aber nicht, wenn wir nur als Unterhaltungsprogramm heute hier sitzen und spannende Vorträge hören. Wir müssen begreifen, dass wir einen Teil darin haben. Ich könnte jetzt so einen Test machen, oder? Ich hole irgendjemand auf die Bühne, den du noch nicht kennst, und der steht einfach da vorne hin und ruft: Auf, Männer, in den Kampf! Wie viele würden hier reagieren? Wie viele würden ihm folgen? Selbst wenn ich jetzt sagen würde: Auf, Männer, in den Kampf! Ich hätte vielleicht eine größere Chance, weil ich schon einige Jahre dran bin. Aber merkt ihr, so geht das. Es kann nicht irgendeiner kommen und sagen: Auf, Männer, wir gehen in den Krieg, wir machen hier einen Krieg, wir brechen in Land ein, wir nehmen denen die Ressourcen weg oder so, ohne dass eine Propaganda vorangegangen ist. Das nennt man die Kriegspropaganda. Und das geschieht auf politischen Bühnen, versteht ihr? Das geschieht auf Kathetern aller Art, das geschieht durch Zeitungen, durch Medien. Es herrscht eine Propaganda ohne Gleichen. Und wenn diese Propaganda, diese Kriegspropaganda genug stark ist, gibt es eine Synergie im Volk und sie werden kriegsbereit gemacht. Ich habe jetzt gerade wieder eine Sendung gemacht in KlarTV, wo du wieder siehst, Obama, oder dieses neueste Kindlein wieder, dieser kleine Muslim da, den sie da in Syrien aus dem Schutt ziehen, oder? Und er weiß gar nicht, was er da die ganze Zeit abwischt. Es scheint Blut zu sein. Er hat keine Ahnung, was passiert ist, heißt es, oder? Aber während niemand so richtig weiß, wie, wo, was, schreien die Medien schon wieder, das war der böse Assad und die Russen. Logisch, oder? Und dann siehst du den Obama, ein anderer 6-Jähriger schreibt ihm einen kleinen Brief: Bitte, lieber Obama, schick den Jungen zu mir, ich gebe ihm auch mein Fahrrad und so weiter. Und dann rührst die Welt zu Tränen, oder? Kein Schwein erkennt, dass das Kriegspropaganda ist, ja? Weil dann schaltet man hinten die schöne Musik ein, der Obama stellt sich hin, liest mit tränenerstickter Stimme diesen Brief dieses 6-Jährigen vor, der liest ja schließlich alle Briefe der 6-Jährigen, oder? Ist ja logisch, der hat ja sonst nichts zu tun, oder? Also, tränenerstickte Stimme, schau mal, oder? Dieser Junge, dieser 6-Jährige, von dem können wir viel lernen, oder? Aber jetzt ist eins klar, wir müssen diesen Syrern und diesen Russen an die Pelle endlich, oder? Das ist das Fazit, ja? Und das Ganze ist nichts anderes als Kriegspropaganda. Seht ihr? So wird das Volk im Informationskrieg mit Kriegspropaganda willig gemacht, dass alle sagen, jetzt geht mal endlich hin und macht da was. Da muss mal richtig eine Bombe runter. Und dann fragen die noch nicht mal, ist das eine Phosphorbombe oder was? Bis sie dann mal selber so eine auf dem Kopf haben von denselben Leuten, die nämlich hier in der Schweiz dieselben Dinge einfädeln. Längst, oder? Deutschland fädeln sie dasselbe ein. In Österreich, überall in Europa, überall in der Welt fädeln dieselben Leute dieselben Dinge ein. Nur merken wir nicht, dass wir noch nicht ganz an der Reihe sind. Aber wenn ihr hier seid, möchte ich euch sagen, wir sind hier, um definitiv solche Auswüchse, Krieg zu verhindern, im letzten Effekt, im letzten Ende. Natürlich viele andere Dinge auch. Wenn man Gender und all diese Dinge bespricht, man könnte ja 1000 Themen hier bringen, jedes Mal, wenn die Zeit reichen würde. Wir versuchen auf allen Ebenen,
den Informationskrieg zu gewinnen, denn jede falsche Propaganda führt dahin, dass am Schluss ein Desaster entsteht. Und das ist einfach nur grauenhaft. Ja. Zu unseren Referenten, die heute da sind, möchte ich einfach sagen, diese Männer sind aus keinem zweiten anderen Grund hier, um ganz real Katastrophen zu verhindern. Es muss jetzt nicht in jedem Thema gleich der Krieg sein, aber wenn wir heute von der Schweiz und der EU reden, können wir eine große Katastrophe verhindern, wenn wir diesem Mann zuhören, der darüber referiert. Wenn wir über Wirtschaftsdinge hören, wir können große Katastrophen mit verhindern, wenn wir genau auf diese Männer hören. Man mag im Nachhinein aus diesen Referaten wieder zimmern, was man will. Ja, es gibt Leute, die zerreißen dann solche Beiträge und unterstellen den Referenten irgendwelche Dinge, Absichten, die frei erlogen oft sind. Ja. Aber wir sagen, warum sie wirklich hier sind. Diese Referenten sind aus keinem zweiten Grund hier, als um das Schlimmste zu verhindern. Jeder auf seinem Spezialgebiet. Um Entgleisungen zurechtzubringen, zur rechten Zeit, Schaden zu heilen. Nichts Zweites. Seht ihr das? Die sind mit guten Absichten hier, auch wenn man sie hinterher vielleicht schlecht reden möchte. Und ich sage, jeder, der diese Männer verunglimpft, ihnen eine andere Absicht als eine rettende Gesinnung ihnen unterstellt, der kann einem Kriegstreiber gleichgestellt werden. Ein Alliierter mit feindlichen Mächten ist das. Ja? Hindert nicht diese Männer, unterstützt sie. Ja? Und es wird ja immer mehr ein bisschen zur Gewohnheit, dass die AZK auch Lösungsansätze bietet. Der Urgedanke war das nicht von uns. Wir wollten eigentlich mal eine Stelle, wo nur die Probleme gezeigt werden. Und dann soll jeder mit seiner Gruppierung, seiner politischen Partei oder was immer die Lösungen erarbeiten. Aber irgendwo müssen mal die Probleme aufgezeigt werden. Jetzt zeigt sich immer mehr, dass auch Lösungsvorschläge in den Referaten einfließen. Und dann sage ich, die Zeit tut Not. Es ist wichtig, dass man Lösungsansätze vernimmt. Nur möchte ich hier sagen, auch als Organisator der AZK, als Hauptverantwortlicher in dem Sinne, wir haften nicht für Lösungen. Ja? Ich sage, jeder soll seine Lösung bringen, verkündigen. Und wenn du im Herzen spürst, da zieht es mich hin, geht und unterstützt diesen Referenten, der in deinem Herzen angeschlagen hat, wo du sagst, mit dem kann ich mich eins machen. So ist das in Ordnung. Ja. Aber wir sagen nicht, das ist richtig und das ist falsch oder du musst das oder das andere nicht. Wichtig ist einfach, dass wir Lösungsansätze hören, dass wir sie mal gehört haben und dann möge jeder selber zuschauen, wo er sich mit investiert. Aber wir bestehen darauf, wenn irgend möglich, investiere dich, wenn du nicht krankheitshalber verhindert bist, oder aus Altersgründen, wie auch immer, Schwäche, Zustände hast, investiere dich, wie immer, dass du die Referenten, die heute reden, irgendwie unterstützen kannst, wenn du spürst, das ist mein Ding, das ist mein Mann, hinter dem werde ich mich mit investieren. Ja. Von meiner Seite her, ich sage es immer wieder frei, offen raus, das ist die AZK, das ist keine religiöse Plattform, ich sage aber immer, hier zeigen wir die Probleme. Ich habe die OCG gegründet, um dort Lösungen zu zeigen, so wie wir es lösen. Aber wir sagen nicht, das musst du so machen. Ja? Wir sagen nur, das ist so. Und um hier, weil heute auch andere Lösungsansätze kommen, bin ich immer ein bisschen für ausgleichende Gerechtigkeit. Ich sage einfach, wo mein erster Ansatz ist an Lösung. Egal, was ihr alles für Lösungswege oder Lösungsansätze hört heute, ich stelle jetzt einfach meinen mal voraus. Okay, darf ich das? Und der ist religiöser, als du denkst. Aber pass mal auf, ob du Religion überhaupt erkennst. Denn Religion hat es mit Wesensmäßigkeit zu tun, nicht mit irgendwelchen frommen Floskeln. Ich sage dir jetzt meinen Lösungsansatz. Egal, was heute du noch für Lösungen hörst, ich sage, jede Veränderung, die nicht bei dir zu Hause beginnt, ist ein falscher Weg. Ein Weg, der später kommt. Jemand ist auf mich zugekommen nach dem Freundschaftstreffen, das wir hatten in diesem Jahr und sagte, Ivo, das war das Größte, was du je gemacht hast. Na, was haben wir da gemacht?
40 Nationen haben sich da umarmt, ja, Israelis und Araber und alle haben sich gegenseitig wertgeschätzt, haben gesagt, ich liebe dich, ich brauche dich. Die Amis haben es den Russen, die Ani und die Ukrainer, 40 Nationen, Religionen, aller Gattungen waren hier. Alle haben sich gesagt, ich liebe dich und ich brauche dich. Wir haben einfach mal Religion abgeschaltet im menschlichen Sinn und sind auf, nicht auf Rechtgläubigkeit, sondern Rechtschaffenheit, haben wir uns mal geeinigt. Jetzt machen wir zusammen mal das Gute, einfach etwas Praktisches, etwas, was man Richtiges tut, nicht Richtiges glaubt. Und dann sagt jemand, das war das Beste, was du je hingekriegt hast. Ich habe nachher bereut, dass ich das nicht gekontert habe, weil ich habe wesentlich Größeres geleistet in meinem Leben. Und wisst ihr, was das ist? Ich habe hunderte von Eheleuten dazu gebracht, dass sie sich zu Hause sagen, ich liebe dich. Verstehst du, wovon ich gerade rede? Ich habe es fertiggebracht, dass sich Tausende von Kindern und Eltern zu Hause sagen, ich liebe dich und ich brauche dich. Hier auf einer Bühne, ich kann es dir sagen, das war echt, aber im Vergleich zu dem, was du zu Hause lebst, ist das immer noch eine Show. Es gibt nichts Leichteres, als jetzt in die Kamera zu winken und sagen, hallo Magadan, wir lieben euch. Die Praxis unserer Liebe ist, dass wir dort einen Sender aufgestellt haben, dass sie heute dabei sein können. Aber es ist viel leichter, am Ende der Welt zu sagen, ich liebe dich, ich brauche dich, als meine Frau. Und ich sage dir was, ich sage das heute nach 32 Ehejahren fast täglich, ich liebe dich, ich brauche dich. Ich gehe nie an ihr vorbei, ohne sie zu küssen. Von meinen Kindern bis heute, an jedem Einzelnen, ich gehe nie vorbei, ohne sie zu küssen. Verstehst du den Unterschied? Und das möchte ich sagen, die neue Welt beginnt zu Hause. Sie beginnt zu Hause und nirgends ist es schwerer, die neue Welt oder Veränderung zu errichten, als eben gerade zu Hause. Alles andere ist leichter. Die neue Welt beginnt nicht auf der Bühne. Sie beginnt nicht im Facebook oder auf Handys, oder? Die Dauerfummler. Immerzu, am Ende der Welt, ja, hatte kürzlich besucht, die waren mehr mit Amerika in Verbindung als mit uns. Wir saßen aber vor ihr und die waren die ganze Zeit Fotos, hier bin ich jetzt und mit denen rede ich jetzt gerade und an diesem See bin ich, da spaziere ich gerade. Verstehst du? Die neue Welt beginnt nicht im Stadion irgendwo oder in einer Kneipe, auch nicht beim Nachbarn drüben. Die beginnt genau bei dir zu Hause. Und da ist es am härtesten, aber auch am ermutigendsten, weil du kannst zu Hause tatsächlich das tun, was du im Großen nicht so leicht schaffst. Du sagst immer, du neigst dazu, ich bin ein Einzelner, was kann ich schon tun? Ja? Also verändere mal die Welt im Großen. Ich sage dir, das sind Jahrzehnte Schwerstarbeit, um nur erste Schritte in diese Richtung erfolgreich durchzukriegen. Aber zu Hause kannst du jeden Tag Veränderung wirken. In deiner eigenen Familie, in deiner Zelle, wo immer du wohnst. Dort kannst du Erfolge, jeden Tag kannst du deine Welt verändern, umgestalten zum Guten. Und seht ihr, mit diesem Sinn möchte ich das, wenn irgend möglich, möchte ich Appell machen, sitzt mit diesem Sinn, mit dieser Gesinnung hier. Seid nicht hier, um euch neu aufzublähen, um das, was ihr hört, nachher mit viel Kopf nach Hause zu gehen und zu sagen, jetzt weiß ich viel mehr als du, jetzt kann ich dir eins über den Schädel ziehen, ja, mit meinem Wissen. Ich möchte, dass du begreifst, dass alles, was im Großen ist, im Kleinen begonnen hat. Ja, ja. Und vielleicht sitzt du hier, du hörst über Regierungen heute. Du sagst mit Recht, ja, die Regierung passt mir nicht, die übergeht mich. Und ich stelle meine Religion voran und sage, und du zu Hause, wie sieht deine Regierung zu Hause aus, Ehemann oder du Frau, wer gerade bei euch regiert? Übergehst du deine Familie wirklich nicht? Also bevor du jammerst über Regierungen, die dich übergehen, frag, übergehe ich die meinen nicht? Die Regierung da oben, die tut unabgesprochene Dinge. Und du zu Hause, sprichst du alles ab, was du einkaufst, wo du hingehst, was du gerade so planst. Ich möchte, dass du so hier sitzt. Dann hat dieses Treffen einen Wert, weil du beginnst dann, was du lernst von den Referenten. Bei dir zu Hause, als erster Schritt sagst du, bin ich das? Also du klagst nicht hier, wenn du von Vetternwirtschaft hörst. Ihr wisst, was das ist, ja, wenn man so die eigenen Lieblinge berücksichtigt.
im Bauwesen vielleicht, oder? Er sitzt da in irgendeinem Gremium drin und schiebt dem da die großen Aufträge zu, macht Politik und hinten verdient er sich dumm und dämlich. Und du sitzt hier und sagst, die Vetternwirtschaft, da muss sich was ändern, ist ja ekelhaft. Und ich frage, und du, hast du keine Lieblinge zu Hause? Als Eltern, weißt du, die Kinder, die kleinen Lieblinge, die man so schnell bevorzugt. Was ist der Unterschied? Sag's mir. Außer das größte Verhältnis. Siehst du, man kann schnell jammern gegen Dinge, die echt schräg sind, die echt nicht drin liegen, die echt aufhören müssen. Aber ich sage, hör mal, zu Hause auf damit. Hör zu Hause auf damit. Sie wollen auch recht regiert sein, deine Familie. Und du protestierst über die Pharma, ja, wie sie deinen Gesundheitszustand zerstört, wie sie nur ihren Vorteil sucht. Und ich sage, und du zu Hause, wie schon, und gehst du mit dir selber um? Ja? Suchst du nie deinen eigenen Vorteil? Und plötzlich wirst man ganz klein denken, aber ich möchte auch niemanden entmutigen, dass du nicht mehr handlungsfähig bist, weil du merkst, ich bin ja selber genauso. Nein, aber so geschieht Veränderung. Wenn du es zu Hause änderst bei dir, kriegst du einen nächsten Ring. Eröffnet sich eine nächste Tür, eine Möglichkeit, um andere zu verändern. Und ich sage dir eins, die Welt verändert sich nur durch Menschen, die sich verändert haben. Wir geben nicht weiter, was wir sagen, wir geben weiter, was wir sind. Jemand hat das mal gesagt, wenn ich dir sage, ja. Wenn ich dir sage, ich habe Masern und ich habe Mumps, werde ich dich deshalb nicht mit Masern, sondern mit Mumps anstecken. Also was du bist, gibst du weiter. Also wenn du dich veränderst, geht das weiter. Und das ist der Grund, wir haben uns verändert. Darum haben wir heute überall in der Welt Veränderung, die wir sehen, praktische Veränderung. Warum? Weil wir uns verändert haben. Und so hört man diese Beiträge heute. Man hört sie nicht, um nachher zu fluchen, zu schimpfen, auf die Barrikaden zu gehen, Proteste zu veranstalten. Das manchmal resultiert ja auch und muss auch sein, ich will das sagen. Aber viel erfolgreicher sind wir, wenn wir bei uns begonnen haben. Dann kennen wir auch die Probleme, dass das Einlenken oft nicht so leicht ist, oder? Ich darf noch ein paar Beispiele machen. Ich bin nachher durch und dann hören wir ein Musikstück und da beginnt der erste Referent. Aber das ist mir so wichtig, dass wir diese Grundlagen richtig drin haben, dass wir hier nicht einen Tag haben, der uns aufbläst und in Hochmut stürzt womöglich, sondern dass wir das mit der richtigen Herzensgesinnung hören. Man kann hier sein, man hört heute über Religion etwas, mal von einer ganz anderen Seite. Eigentlich haben wir nie über Religion geredet. Heute wird ein Referent noch erscheinen, zwei sind noch nicht mal da, die sind noch im Flugzeug. Einer davon wird über Religion reden, das wird eine heiße Runde. Da könnt ihr dann auch euren Teil dazu geben. Aber ich sage, es gibt viel mehr Leute, die sich über Religionsfreiheit oder wie soll ich sagen, die anderen im Mund verbieten möchten und über Religionsfreiheit phasen oder mehr Religionsfreiheit fordern, die andere Seite. Und ich stelle wieder eine Frage voran, gehe wieder nach Hause und frage dich, darf man dich zu Hause auch auf Gott ansprechen oder dich an Gott erinnern, wenn du in deinem Wutanfall drin steckst vielleicht oder wenn du in deiner Verzweiflung drin steckst oder vielleicht in deiner Begierde, in deiner ungehaltenen Art, wie du dich auslebst? Weil das ist Religion. Religion will, dass du aufhörst damit, dass du einen Weg findest aus deinem Dilemma. Sei es, dass du völlig zerschlagen, entmutigt bist oder eben durchbrennst in deinen Lüsten oder was auch immer. Das ist der Sinn der Religion, dir einen Weg zu zeigen, wie du das in den Griff kriegst. Und so reden viele über Religion, möchten Religion verbieten oder mehr fördern, aber zu Hause darf man sie nicht darauf ansprechen, wenn sie gerade in ihrem Wutanfall sind über die Dinge, die schief laufen in der Welt. Man darf sie nicht an Gott erinnern, das würde dann zu weit gehen. Ja? Oder man protestiert gegen Kriegstreiberei. Wir protestieren täglich. Aber wir tun es deshalb, weil wir zu Hause den Frieden fördern. Siehst du den Unterschied? Ich kenne Leute, die sind auf der Straße, kämpfen gegen Krieg und zu Hause machen sie das aber nicht. Sobald sie nach Hause kommen, gibt es eine Türschwellenmetamorphose. Kaum sind sie drin, draußen sind sie die Schmetterlinge, herrlich, oder? Reden von Frieden. Zu Hause sind sie kleine Wurm, die Raupe, die durchs Wohnzimmer kriecht und rumkackt. Und eine Sauerei, ein Unfriede, verstehst du? Und kaum wieder draußen haben sie wieder Flügel und reden wieder von Frieden. Ich möchte, dass sie zu Hause beginnen. Das andere macht keinen Sinn.
Das andere zieht keine Kraft auf sich, keine Veränderungskraft, weil es unecht ist. Es wirkt nichts. Ja? Und ich sage, das ist unsere ganze Bemühung. Auch wenn du über zu wenig Demokratie jammerst. Ja, Demokratie überall in der Welt, redet man von Demokratie. Ich möchte einfach sagen, mit diesem heutigen Tag, lasst uns doch endlich mal über diese 49-51-Phase hinauskommen. Ja, wir rühmen uns in der Schweiz, die beste Demokratie auf der Welt zu haben. Aber ich sage dir, was das ist. Es ist genau das, was du zu Hause schätzt, wenn du 4 Leute bist oder 5 Leute. 2 wollen das und 3 wollen das andere und das ist der ewige Zustand. Sag, bist du glücklich mit so einem Leben? Wer ist glücklich mit so einem Leben? Zu Hause, 5 Leute, 3 wollen diesen Film schauen, 2 den anderen, hast nur einen Fernseher. Es gibt nur eine Lösung, 2 schauen unzufrieden zu, ewig oder 3, oder? Verstehst du? Dann legst du 2 Fernseher zu und ist die Familie gespalten. Das ist doch die Realität von unserer ewigen Demokratie. Treiberei. Wir haben etwas viel Besseres, ihr Lieben. Wir sind über die 49-51 Formel hinausgekommen. Bei mir zu Hause ist seit über 30 Jahren ist ein 100% Übereinstimmung der Fall. Aber nicht, weil ich kommandiere wie irgendwas, so ein Diktator, sondern weil ich jedes Einzelne hören will, wie geht es dir dabei bei diesem Vorschlag und wenn es nicht mitkommt, dann reden wir und wir haben festgestellt, dass die Natur nicht kleinlich ist mit unserem Alltag. Die Natur baut nicht Blumen von einer Schönheit, wo selbst Könige nicht schöner gekleidet waren je, oder? Die Natur macht nicht so vollkommene Dinge und zu Hause lässt sie uns im Stich, als wäre mit so 50-50 Floskel irgendwas geheilt. Ich sag dir, die Natur hat uns so in Szene gesetzt, dass wenn wir das treffen, was dran ist, ich sag's mal mit ganz schlichten Worten, das, was wirklich dran ist, begeistert immer alle. Und das erlebe ich seit über 30 Jahren mit meinen elf Kindern, mit meiner Frau. Wir hatten alles, was wir taten, hatten wir immer ein 100% übereinstimmendes Empfinden. Aber wir haben daran gearbeitet, weil wir wussten, die Natur hat uns mit dieser Gabe versehen, dass wir eins sein können. Aber wir müssen einsehen, wenn diese Einsheit nicht zustande kommt, haben wir es allesamt noch nicht getroffen. Allesamt nicht, ja. Jetzt habe ich ein bisschen viel gepredigt. Aber seht ihr, das sind halt tolle Dinge, wenn du das erlebst, das jahrzehntelang, und ich erlebe das mit tausenden Leuten aus allen Kulturen, aus allen Altershintergründen, aus allen Berufsschichten, aus allen Hintergründen, wo du irgendwie denken kannst, mit tausenden von Leuten erleben wir das, ohne einen Zwist. Ja? Nicht Demokratie, sondern wir nennen das Theokratie. So hat die Natur einen Weg. Und ich sage, wer den kennt, ist simpel einfach, ihn zu finden. Aber das ist jetzt nicht der Teil. Ich sage mehr, es beginnt zu Hause und wir lehren die Leute, wie man das umsetzt und wie das nachher wächst. Das ist unser Lösungsansatz. Egal, was andere noch für Lösungen bringen, ich sage, zu Hause muss es beginnen. Und das kannst du jedes Thema mit reinnehmen. Du kannst dich ärgern über Wahlversprechen und ich frage einfach, hältst du zu Hause das Eheversprechen auch? Das ist auch so ein Wahlversprechen. Hältst du deine Versprechen den Kindern gegenüber? Wenn ja, dann ärgere dich weiter über Wahlversprechen. Löse es zu Hause, dann weißt du, wie man die Wahlversprechen-Probleme löst. Ja? Du klagst über die großen Wall-Street-Spekulanten und ich sage, und du zu Hause hast kein Konto irgendwo mit guter Anlage, oder? Was sich das Ding vermehrt, wo ein anderer arbeitet für dich. Siehst du, du kannst über alles jammern im Großen und du musst erkennen, die sind nur groß geworden, weil sie im Kleinen nicht gelernt haben. Der Baum kommt aus einem Samen. Das ist das Problem, was wir haben. Ja? Und du klagst darüber, dass Regierungen dein Geld verschleudern. Du hast recht, du hast immer wieder recht. Und ich frage, und du gibst dein Geld immer gescheit aus. Dein eigenes, oder? Machst wieder dasselbe, oder? Du sagst, die lassen mich da zu kurz kommen. Jetzt gerade bei uns mit AV und all diese Probleme, die wir jetzt gerade haben, die lassen uns zu kurz kommen. Und ich sage, und du, lässt du andere an deinem Gewinn teilhaben? Ist das deine Gewohnheit? Ich sage dir, wenn alles Leute hier drin wären, dessen Gewohnheit es wäre, immer einen Gewinn immer mit anderen zu teilen, glaub mir, die Probleme hätten wir unten nicht. Wir hätten sie nicht, weil das wirkt ansteckend. Das sind die wunderbaren Dinge, die Lösungen, die wir hier unten brauchen. Die richtigen Lösungen sind ansteckend. Wenn du es machst, macht der andere genauso, oder? Und wenn alle das so machen, und wir haben vor über 30 Jahren, vor 35 Jahren begonnen, alles gratis zu machen. Bücher gratis, DVD gratis, Vorträge gratis, nimm was du willst gratis. Wir haben immer Überfluss.
Nie ein Bettelbrief, nie irgendwas, immer Überfluss. Ja? Warum? Weil die Leute es nachmachen. Und ich sage dir, das ist die Welt, die wir brauchen, wenn wir nicht irgendwie mit Kanonen aufeinander losgehen möchten und der Stärkere gewinnt. Der Stärkere ist meistens der Schlechtere. Oder? Weil der hat sich geübt im Schlägern, oder? Jetzt lande ich, dann ist das die Grundlage für heute gelegt. Einfach das ganze Ärgernis, die ganze Not, die wir haben, dass sich da draußen so wenig verändert, alles immer schlechter wird. Da frage ich einfach, wer immer daran leidet, dass da draußen sich so schlecht etwas ändern will, frage ich, und du, bist du selber schon hingegangen? Oder lässt du es das uns Referenten machen? Du sitzt hier, genießt den Vortrag und wir sollen dann die Welt verändern. Du musst wissen, jeder Referent, der heute redet, der ist darauf angewiesen, dass du nachher mit seiner Botschaft rausgehst und diese multiplizierst. So wie du es mit unserer S&G oder was machst. Oder wenn heute Referenten Zeitungen mitbringen, Zeitschriften, wo sie brisante, wichtige Dinge zeigen, du musst sie in die Hand nehmen, du musst für sie rausgehen und du nicht immer jammern, es verändert sich nichts. Jeder hier drin muss als Missionar hier rausgehen. Als Missionar für irgend, wo du dich halt einfindest hier, wo du merkst, das ist mein Teil, da stellst du dich rein, du verteilst ihre Dinge, du schaust, dass ihre Zeitschriften rauskommen, dass sie populär werden, dass sie auf irgendeine Weise etwas tun. Aber arbeite so, lebe so, höre hier zu, sitze so auf deinem Stuhl, als wär's nachher, nachdem die Männer hier alle geredet haben, als käm's nur auf dich ganz allein an in dieser Welt. Verstehst du? Ich lebe seit Jahrzehnten so. Ich arbeite so, als gäb's außer mir niemand. Aber nicht aus Hochmut, als könnte nur ich es. Nein, damit ich meinen Teil gebe, damit ich nicht immer faul abdelegiere und dann sage, ja, der andere soll's machen, das soll doch die SVP machen bei uns, oder? Nein! Das machen wir, oder? Wenn wir Anliegen finden von SVP, dann übernehmen wir das und arbeiten Tag und Nacht für die Leute. Versteht ihr? Dazu sind sie da. Und dazu seid ihr da. Ich bitte dich, jeden Einzelnen hier drin, delegiere nichts ab, arbeite, lebe, als würde es auf dich allein ankommen und schau, dass du dir einen Tag deinen Teil herausnimmst. Ja? Und als letztes noch, wenn du klagst gegen Politiker, die vom grünen Tisch jammern oder irgendwelche Dinge auf die Beine stellen, selber nie etwas getan haben, ist meine letzte Bitte, dich selber zu fragen, gehe ich denn selber mit Praxis voran? Bin ich selber genug praktisch? Bin ich genug Vorbild? Das ist meine Devise, Vorbild sein. Kannst du sagen, im Gegensatz zum Politiker, komm und sieh? Auf das kommt es an, ja. Wenn Politiker sagen würden auf dem Katheter, hört mal zu, hier könnt ihr meine Familie schauen, hier könnt ihr schauen, was ich auf die Beine gestellt habe, komm und sieh, und wenn dich das beeindruckt, so im Verkäufer, oder? Dann mach es mir gleich oder dann nehme ein Produkt. Würden sie so auftreten, wäre es eine ganz andere Grundlage, oder? Als irgendwelche Theorien in die Welt setzen, nie ausprobiert, einfach mit dem Volk Experimente machen, oder? Und du kannst nachher ausbaden und bezahlen. Ich sag, die neue Welt, die Veränderung geschieht durch, dass ich sagen kann, komm und sieh. Ich tue es und wenn ich dich nicht überzeuge mit meinen Werken, musst du mir es auch nicht gleich machen. Dann bringt es ja gar nichts. Du musst überzeugt sein von dem, was ich tue. Ich hoffe, dass euch dieser Tag überzeugt mit all dem, was wir hier tun, was die Referenten bringen. Und ich bitte jetzt Paul Burmann auf die Bühne, bevor unser erster Referent kommt, erquicken wir uns noch ein bisschen an einem Lied. Hallo, da kommst du. Hast du die Band mitgebracht, irgendwas? Super, dann freuen wir uns auf sein Lied. Wir haben kürzlich schon mal über dieses Thema geredet. Er hat darüber schon eine gewisse Zusammenfassung gemacht. Gell? Also wir freuen uns, das nochmal nachzuverdauen. Und dann will ich den ersten Referenten vorstellen. Veränderung fängt zu Hause an und
nirgendwo sonst fängt sie an. Und nirgendwo anders erreichen wir so viel mehr als da, wo es am schwersten ist. Die neue Welt fängt zu Hause an. Und nirgendwo sonst fängt sie an. Und nirgendwo anders gibt's mir so viel Mut, weil ich wirklich was ändern kann. Die Regierung da oben gefällt mir nicht, macht alles falsch, lässt mich im Stich. Wie steht's mit meiner Regierung? Zu Haus sieht's da oft nicht ganz ähnlich aus. Würd ich im Großen nicht wie im Kleinen regieren, mein Volk vernachlässigen oder sogar schmieren, nur so viel nehmen, wie ich wirklich brauch, heimlich in die Tasche, andere machen's auch. Zu Hause beginn ich, es ist manchmal schwer, verwalten zu führen, das Familienheer, schlagen der Feinde im ganz großen Stil. Zu Hause braucht's Übung, davon ganz schön viel. Das Überwinden des Systems fängt zu Hause an, wo ich im Frieden mit meinem Nächsten leben kann. Ich schaff aus meinem Häuschen die Ich-Sucht raus. NWO, keine Chance in meinem Haus. Veränderung fängt zu Hause an. Und nirgendwo sonst fängt sie an. Und nirgendwo anders erreichen wir so viel mehr als da, wo es am schwersten ist. Die neue Welt fängt zu Hause an. Und nirgendwo sonst fängt sie an. Und nirgendwo anders gibt's mir so viel Mut, weil ich wirklich was ändern kann. Leute, ich hab keinen Bock, noch 100.000 Jahre zu sitzen und immer mehr Blut zu schwitzen. Darum kämpf ich, als wär ich alleine, kein Abstützen auf andere, der tut schon das Seine. Es kommt nicht von außen, es kommt von innen, dass wir gemeinsam diesen Kampf hier unten gewinnen. Wir stellen uns in die Verantwortung rein, lassen 100.000 Jahre Geschichte sein. Veränderung fängt zu Hause an. Nirgendwo sonst fängt sie an. Und nirgendwo anders erreichen wir so viel mehr als da, wo es am schwersten ist. Die neue Welt fängt zu Hause an. Und nirgendwo sonst fängt sie an. Und nirgendwo anders gibt's mir so viel Mut. Singt ihr mit? Veränderung fängt zu Hause an. Und nirgendwo sonst fängt sie an. Und nirgendwo anders erreichen wir so viel mehr als da, wo es am schwersten ist. Nochmal! Die neue Welt fängt zu Hause an. Und nirgendwo sonst fängt sie an. Und nirgendwo anders gibt's mir so viel Mut, weil ich wirklich was ändern kann. Und alle Hände hoch!